Auf zur Überraschung. Ja. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. Natürlich. Da sind sie. Oh mein Gott, ist das. Oh. Oh, wow. Der triste Außenauftritt mit altem Zelt und Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an. Professionelle, einheitliche Schilder, frische Pflanzen und ein ordentliches Vordach laden die Gäste nun ins Angerichtet ein. Wahnsinn. Oh, ist das toll. Also die Überraschung ist total gelungen. Es ist hammermäßig. Es ist super, super, super toll. Wir hatten natürlich an jeder Ecke was zu tun. Von daher haben wir versucht, an den gröbsten Baustellen was zu machen, euch vielleicht ein paar Ansätze und Ideen zu geben, mit denen ihr weiterarbeiten könnt. Versucht ein bisschen was mitzunehmen von dem, was wir gemacht haben, und das dann sukzessive umzusetzen. Und dann wird es klappen. Komm, wir gehen mal rein. Ist das schön. Oh. Wow. Oh, ist das toll. Oh. Wow. Das zusammengewürfelte Chaos und die provisorische Tresentapete machen Platz für einen aufgeräumten, frischen und gemütlichen Gastraum mit Charme. Das ist einfach eine warme Geschichte, gell? Ja. Eine warme Sache. Wunderschön. Oh, ist das schön hell, einladend, freundlich. Ja, ja, ja. Es ist irre schön geworden. Freundlich, einladend. Die Farbe ist auch, passt alles super gut dazu. Alles in allem erwarte ich von euch, dass ihr das weiterlebt. Ja. Das ist jetzt ein Anfang, ein Startschuss. Mhm. Aber ihr müsst das weiterleben. Ja. Wir müssen so einfach wachsen. Und jetzt machen wir Folgendes. Das sage ich euch, das mache ich nicht oft, quasi gar nicht. Mhm. Aber weil es so schön ist, mit euch zu arbeiten, und weil auch die Zeit mit euch so schön war, und weil einfach auch ich ganz fest an euch glaube, machen wir jetzt Folgendes. Moin, hier ist der Rose. Ich bin in Neu-Oettingen. Und zwar bei Alex und beim Robert. Genau. Und die haben ein wunderschönes Lokal hier. Wie heißt das? Angerichtet. Beim Knödel Robert. Dann kommt einfach mal vorbei und besucht die beiden. Denn auch alles andere und nicht nur die Knödel ist hier wirklich sehr, sehr gut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und guten Appetit, eure Rose. Das poste ich. Wow. Bei mir. Und ihr nehmt es zum Anlass, mit eurem Facebook- und eurem Instagram-Auftritt genauso umzugehen. Mhm. Boah. Ja? Dann geben wir Gas. Wir kommen jetzt auf Frank Rosins Facebook-Seite. Mhm. Es ist der Wahnsinn. Ja. So, und dann haben wir hier neues Verpackungsmaterial, wo einfach die Dinge so transportiert werden, dass sie ordentlich transportiert werden und dass es einfach auch gut aussieht. Ja. Ja? Essen steht für heute? Ja. Ja. Ja? Gut, dann gehen wir mal in die Küche. Küche, oh, aufgeräumt. Mein Gott. Neue Spülmaschine. Wow. Ja. Dass das auch mal hier richtig funktioniert. Ja. Nicht wie im Affenstall. Ja. Dann neuer Ofen. Hammer. Oh, ist der toll. Ja. Hammer. Der kaputte Ofen, der selbst den Sternekoch zur Verzweiflung brachte, und die alte Spülmaschine weichen neuen professionellen Geräten. Das ist wie ein Ferrari in der Küche jetzt. Das macht echt Spaß. Neue Spülmaschine, neuer Ofen, sag ich mal, ist jetzt geht's kochen richtig los hier. Jetzt geben wir Gas. Es gab genug zu tun. Wir haben in erster Linie versucht, mal Ordnung reinzubringen, Struktur reinzubringen. Das Ganze soll ein rustikales, gutbürgerliches Gasthaus sein. Und das haben wir versucht zu erzielen. So, wie sieht's denn hier aus bei euch? Wir sind mitten in der Vorbereitung. Ja. Kartoffelsalat. Ist aber noch nicht ganz fertig. Es ist noch das Finish fehlt. Ja.
Die Rezepte und Tipps des Sternekochs werden befolgt. Und Knödel Robert macht seinem Namen alle Ehre. Wir teilen das jetzt auf drei Sorten und dann machen wir die gleich fertig mit Rote Bete, Bärlauch und 1, 2, 3. Ja, bei denen muss ja ein bisschen mehr was rein, ne? Ja. Und ein bisschen ja. Rote Bete Wasser auch, ne? Ja. Und ein bisschen Essig ins Wasser auch noch. Auch des Sternekochs Wagenwink wird von Alex umgesetzt. Ja, Frank hat da wieder mehr Harmonie bei uns reinbekommen. Es ist, geht bergauf, es geht, die Familie ist wieder enger zusammengerückt. Robert und ich, wir sind auch wieder enger zusammen. Und das, dieses positive Gefühl wird uns jetzt auch weiterbringen. So, Leute, auf geht's, Telefon, jetzt geht's rund. Hast du was angerichtet? Die Julia ist am Telefon. Alles klar, bis dann. Jo, ciao. So, Bohnen neu. Okay. Einmal Krustenbraten, einmal die Lende, Schweinefilet, Roberts Knödel und einmal Kaiserschmarrn. Okay. Ich denke schon, dass sie dieses Mal besser aufgestellt sind. Also schaut eigentlich schaut besser aus, finde ich, ja. Wäre gut, wenn das die Testesser genauso sehen. Ein neues Schild, ja. So, bitte schön. Vielen Dank. Danke. Ja, danke. Du hast das Schmecker. Vielen Dank. Bitte. Das ist ja wohl. Was vom Sternekoch nicht wegstibitzt wurde, landet jetzt auf den Tellern der Testesser. Ich probiere als erstes den Kartoffelsalat. Mmh. So muss Kartoffelsalat schmecken. Sehr lecker. Also der Kartoffelsalat ist super genial. Der Knödel ist gut. Ja? Gut gewürzt, fluffig. Ja. Das sieht ja ganz anders so aus. So gehört Kaiserschmarrn. Das sieht ganz anders aus. Und vor allem, das ist jetzt wirklich ein selbstgemachtes Apfelkompott. Also nicht Mousse, sondern Kompott. Mhm. 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 Das ist richtig gut. Das ist gut. Der Kartoffelsalat ist gut gewürzt. Auf jeden Fall genügend. Finde ich sehr gut. Aber ja, das Fleisch ist sehr gut. Die Soße ist wirklich ausgezeichnet, die schmeckt mir richtig, richtig gut. Und der Semmelknödel ist super schief fluffig. Die Sterneabrechnung erfolgt am Smartphone. Gasthaus angerichtet, die Julia ist am Telefon. Danke, wiedersehen. Also, wir finden, es ist definitiv einladender. Die Schilder passen jetzt farblich zusammen. Dann dieses Grün und auch dieser Pavillon schaut einfach alles viel einladender aus. Ja, um einiges. Lasst es euch schmecken, bitte. Oh, der Knödel schaut ja lecker aus. Hm? So, oh, das ist ja Kartoffel- und Gurkensalat. Ganz lecker. Meins ist total lecker. Ja, ziemlich gut. Ziemlich gut. Was aus deinem Munde? Fantastisch. Es war frisch, es war lecker, es war auf den Punkt gegart. Super. Die venenverstopfende Teufelsoße und die sogenannte Mehlpampe weichen karamellisiertem Kaiserschmarrn an hausgemachtem Apfelkompott. Cordon bleu an Kartoffelsalat mit Pfiff und fluffigen Knödeln an saftigem Schweinebraten. So. Danke. Auch die letzten Testesser bekommen noch ihre Speisen für die alles entscheidende Bewertung. Hallöchen. Auch hier müssen die Gerichs überzeugen.
Was sagst du zu den Knödeln? Die sind echt richtig cool. Cool, also die, ne? Konsistenz auch. Perfekt eigentlich. Ja, ja. Also wäre das sowas, wo man sagen würde, wenn ich weiß, dass ich das dort bekomme, dann kann ich das da bestellen oder auch dort essen? Absolut. Was mir positiv aufgefallen ist, die Speisekarte, die wurde ganz toll reduziert. Mhm. Super. Und was jetzt bei der Karte auffällt, jetzt würde ich sagen, von mir aus, jetzt sind es reelle Preise. Ja, ja. Vorher waren die eigentlich zu niedrig. Dann sage ich Dankeschön. Ich möchte Sie nicht weiter beim Essen stören. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Danke sehr. Danke sehr. Aber entscheidend sind schlussendlich die Online-Bewertungen. Nach dem Testessen geht es uns jetzt ein bisschen besser. Der Druck ist jetzt ein bisschen leichter. Jetzt müssen wir warten und schauen mal, was rauskommt. Ihr könnt kommen. Ha, seid ihr da? Wir haben alles da. Bewertung. Sehr gut. Wie geht's? Gut. Alles gut. Gespannt wie ein Gummi. Ja. Wie ein Gummi. War schon eine stramme Zeit jetzt, ne? Jo. Ja. Oh ja. Aber auch eine tolle Zeit. Weil? Ja, weil du uns wirklich viel nahe gebracht hast, weil wir von dir so viel lernen konnten. Schön. So, hier haben wir's. Hier sind die heiligen Auswertungen. Da sagt zum Beispiel Amy, die Knödel waren einfach nur perfekt. Wir müssen sagen, das heutige Essen war ein Traum. Und Philipp sagt, Angebot und Preis-Leistung top. Was sagt ihr dazu? Das freut uns sehr. Jetzt fällt uns ein bisschen ein Stein vom Herzen. Ja. Jo. Die waren zwar alle zufrieden, aber ich finde, 3 Sterne sind doch gut. Nö. Ein bisschen. Einer mehr mindestens. Naja, aber 3 Sterne sind 3 Sterne. Is this all we get? Aber ich glaube, damit kann man ganz gut zufrieden sein. Oder? Ja, wir müssen uns verbessern. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns einfach so noch verbessern. Mhm. Dann wünsche ich euch alles Gute. Ja. Und ja, viel Glück. Danke. Ja? Danke schön. Alles klar. Wir haben nur ein Geschenk für dich. Ah, schön. Oh, danke schön. Ach, das ist aber lieb. Das weiß ich zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Danke schön. Ja, und viel Glück für die Zukunft und vor allem Gesundheit, okay? Jo. Für all den Fleiß und all das Lob nur 3 enttäuschende Sterne? Ja. Wie gesagt. Wir müssen eine Schippe drauflegen. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Hier sind noch 2 Sterne. Oh, die Nummer! Das habe ich ganz vergessen. Mensch, habe ich total vergessen. Da sind ja noch 2 Sterne gewesen. Die müssen da hier noch rein. Mann, der Rose ist aber manchmal auch so durcheinander. Ne? Ihr habt ja 5 Sterne gekriegt. Hey! Herzlichen Glückwunsch! Oh. Vielen, vielen Dank! Ja! Ciao! Danke, ciao! Danke! Er ist hochgradig stolz jetzt auf seine Tafel. Trophäe! Wir haben 5 Sterne erreicht und das ist, mehr geht nicht. Jetzt ist wirklich, jetzt ist alles, jetzt ist die letzte Last runter. Das kann man nicht beschreiben, wie glücklich wir sind. Also wir haben so gehofft und gebangt und gezittert und einfach alles. Und jetzt freuen wir uns natürlich genauso wie die 2. Ja. Hat sie gelohnt. Schön ein paar Geschenke abgestaubt. Aber sagen wir mal ehrlich, den Menschen gönnt man das doch wirklich, oder? Viel Glück wünsche ich den beiden und vor allem Gesundheit.